Branche Spotlight. Herzlich willkommen zum 6. Branche Spotlight. Ich bin Stigi. Und ich bin Poli. Und heute gucken wir uns Loadout an. Oha, das Ganze sieht ja ganz verdächtig aus wie Team Fortress 2. Wir sehen das hier mal im direkten Porsche-Spielevergleich. Es sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Ja, optisch, wegen der Comic-Grafik ist man natürlich erstmal an Team Fortress 2 erinnert, aber spielerisch ist es mehr so wie die klassischen Arena-Shooter, würde ich sagen, die vielleicht der ein oder andere von früher noch kennt, die Anwehr-Geschichten und Quake und so weiter. Mhm. Und Team Fortress ist ja da doch ein bisschen mehr taktischer, denke ich. Richtig. Aber bevor wir auf die Spielmodi kommen, rein technisch gesehen, das ist nicht die Unreal Engine 3, auch nicht die Source Engine, sondern... Nein, es ist keine der üblichen beliebten Shooter-Engines, sondern es ist eine eigene, die sie da geschrieben haben. Für die gibt es, glaube ich, auch noch nicht mal einen Namen, so frisch ist die, weil die haben sie extra nur für dieses Spiel jetzt erstellt. Und dann ist es die Loadout Engine. Aber sie sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus, diese Loadout Engine. Ja, aber für diesen Cartoon-Stil muss man ja jetzt auch nicht so die anspruchsvollen Effekte machen eigentlich, aber das passt. Nein, muss man nicht, aber ich finde, der wird hier trotzdem auch... so von den Effekten her ganz nett dargestellt. Ja, also Loadout ist ein Online-Shooter für den PC. Genau, ein Free-to-Play-Shooter. Gibt es inzwischen auf Steam. Ich weiß nicht, ob man es nur über Steam spielen kann oder ob das auch über irgendwas anderes kommt. Läuft, glaube ich, auch nur auf dem PC, nicht auf Mac oder Linux bisher. Und ja, es ist halt in erster Linie auf schnelle Action ausgelegt und wird, soweit ich weiß, nur in der Third Person gespielt. Oder hast du irgendeine First Person gefunden? Nee, du kannst halt nur so ranzoomen, so ein bisschen mit der rechten Maustaste, ja, wenn du eine Waffe hast. Das ist ja mittlerweile auch gängiger Standard. Aber ansonsten, Third Person ist angesagt. Und von den Spielmodis her ist es so, dass du halt zwei Teams hast. Und einer der Spieler wird dann zum sogenannten Sammler. Und der muss dann immer dieses blaue Zeug aufsammeln, diese blauen Kristalle, und die dann zu diesen Dingern bringen, während halt die anderen Spieler ihn beschützen oder bekämpfen. Also im Grunde eine etwas abgewandelte Form vom klassischen Capture the Flag. Irgendwas einsammeln oder die eigene Basis tragen, und die anderen müssen halt aufpassen, dass der Träger der Fahne oder in dem Fall dieser Kristalle nicht gekillt wird. Ja, wobei die halt überall auf der Map verteilt sind. Ja. Es gibt dann jetzt so gesehen keine richtigen Areale da, zumindest bisher nicht. Es gibt ja bisher auch nicht so viele Maps, ich glaube sogar nur zwei Stück. Na, da kann man vielleicht auch einmal was oder dazu drei sagen, das liegt daran, dass die einfach gerade auch erst, glaube ich, aus dem Early Access rausgekommen sind. War ja vorher über Steam schon im Early Access kaufbar, da noch nicht Free-to-Play spielbar, sondern wenn man sich hätte eingekauft hat, konnte man es schon ausprobieren und mit... Ja, also es ist schon noch im Beta-Status, kann man sagen. Das sieht man auch unter anderem an der deutschen Übersetzung, die... Also ich glaube, ich habe da kein einziges korrektes deutsches Wort drin gefunden. Das ist alles falsch. Kann ja manchmal auch ganz amüsant sein. Ja, aber alles falsch. Bei so einem Online-Shooter ist das ja mit dem Text sowieso nicht ganz so wichtig. Da gibt es ja keine große Geschichte. Ja, man versteht es trotzdem, aber es ist schon wirklich ein Vielleicht bisschen... ist das ja auch Absicht und passt zu diesem lustigen Comic-Stil. Ja, das kann natürlich sein. Was mir besonders gut natürlich gefällt, ist die Gewalt. Die Gewaltdarstellung ist also absolut hervorragend. Es gibt Trefferzonen, Arme, Beine, Bauch, Kopf. Und du kannst dann halt so richtig Löcher in den Bauch schießen, beziehungsweise die Gedärme liegen offen oder man sieht so die Knochen, und allgemein ist dann jede Menge schwarzer Humor. Zum Beispiel manchmal, wenn man stirbt, dann zeigt man noch so mit letzter Kraft den Mittelfinger und solche Sachen. Also das ist schon sehr, sehr lustig. Ist schon sehr, sehr auf Spaß ausgelegt. Das merkt man einfach, dass es nicht so sich so ernst nimmt wie die ganzen anderen Shooter. Und was mir aber persönlich noch besser gefällt als diese Brutalität und der Witz, ist dieses Feature mit den Kanonen. Also man hat sich da ja was einfallen lassen, um das Ganze ein bisschen von den anderen abzuheben. Indem man nämlich spielt, verdient man sich ja irgendwie so Waffenteile, und damit kann man sich dann quasi verschiedene Kombinationen zusammenstellen und sich dann seine Lieblingswaffe aus den besten Teilen zusammenbasteln, und dann hat man irgendwie eine Elektrokanone oder irgendwie mehr sowas wie einen Raketenwerfer, aber halt mit eigenen Anpassungen. Hm. Zwei Waffen plus eine Granate, und du verdienst dir Blut, und mit diesem Blut kannst du dir dann die neuen Waffenteile kaufen. In dem Fall, also dadurch ersetzt man quasi auch dann die klassischen Klassen halt, die man so aus Team Fortress kennt und so weiter. Man bastelt sich immer seine Waffe und hat dann quasi seine eigene Klasse. Ja, es gibt da vier Waffengattungen, nämlich das normale Maschinengewehr, dieser Laserstrahl,
die Pulskanone, also diese komischen Minesweeper-Minen und der Raketenwerfer. Wobei, da kommt bestimmt auch in nächster Zeit noch viel mehr dazu, genauso wie bei den Karten halt auch. Sie sind halt gerade erst aus dem Early Access offiziell raus und da sind auch schon ganz viele Sachen angekündigt, soweit ich weiß. Das Ganze kommt natürlich darauf an, ob da noch mehr kommt, wie gut sich das jetzt verkauft. Und deswegen werfen wir mal direkt einen Blick in den Shop. Und man sieht, man kann sich sozusagen alles ein bisschen schneller holen für echtes Geld. Es gibt also XP-Boosts und Blut-Boosts. Das heißt, man bekommt doppelt so viel. Und so ein paar Waffenpakete stehen auch bereit. Und natürlich noch so Sachen wie zusätzliche Waffenslots, sodass man noch mehr Waffen sich zusammenstellen kann. Und ansonsten kann man halt gerne viel Geld für Customization ausgeben, also sich einen neuen Hut kaufen, ein neues T-Shirt und solchen Kram, also einfach den eigenen Charakter ein bisschen mehr anpassen. Das ist, glaube ich, das, wo sie das meiste Geld verdienen wollen. Mhm. Was eigentlich gut ist, weil das ja nicht so den großen Einfluss auf das Gameplay hat, also eigentlich ja gar keinen. Von daher finde ich das schon bis jetzt ganz in Ordnung. Man muss natürlich gucken, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, jetzt wo das Spiel gerade erst offiziell auf den Markt gekommen ist. Da werden sicherlich noch einige Anpassungen kommen, was die Monetarisierung anbelangt. Und hoffentlich auch in der Übersetzung, aber das bleibt abzuwarten. Der Developer, wie heißt der Developer? Das ist Edge of Reality aus Texas, glaube ich. Die gibt es auch schon seit Ende der 90er. Und das Erstaunliche ist, obwohl es die schon seit 15 Jahren oder sogar noch mehr gibt, ist das quasi ihr erstes richtig eigenes Spiel. Mhm. Die haben vorher zwar schon 10, 15 andere Spiele gemacht, aber das waren meistens alles irgendwie Portierungen von Tony Hawk's fürs N64 oder die haben die Sims auf die Konsolen portiert und die haben, glaube ich, auch Mass Effect und das erste Dragon Age portiert auf die PS3. Na, wenn die schon so viel portiert haben, dann kann man doch davon ausgehen, dass das irgendwann auch für Konsole kommt, zumal ja die Xbox-Symbole schon drin sind. Genau, ja, mit dem Controller läuft es ja, glaube ich, auch schon. Also es wäre eigentlich naheliegend, dass sie es dann zumindest auf die PS4 bringen und dann, also bei der Xbox One ist es ja, glaube ich, noch nicht ganz so einfach, die einfach zu portieren, also was das ganze Store-System anbelangt. Und ja, wenn das gut läuft auf dem PC, jetzt kommt es sicherlich auf Konsolen, denke ich auch, ja. Wie schon Warframe und die anderen Geschichten auch. Außerdem kennen einige Edge of Reality vielleicht noch von den Gründern her, nämlich Rob Cohn, der hat vorher bei Iguana gearbeitet und war da Lead-Programmer für Turok. Also auch vom dem N64. Dem ersten Original-Turok? Genau, und darum haben die damals dann halt angefangen, diese ganze Portierung für die N64-Spiele zu machen. Und oh, da läuft mir jetzt aber gerade ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich mich an Turok erinnere, weil das wurde irgendwann für den deutschen Markt ganz stark zensiert. Ich frage mich, ob das vielleicht dann auch noch mit Loadout passiert. Wer weiß, naja, heute sind wir ja nicht mehr ganz so streng, was die ganzen Zensuren anbelangt. Und da das ja Comic-Grafik ist und so weiter, vielleicht haben wir Glück. Und es aber Team Fortress 2 ist auch zensiert. Ja, stimmt. Da kommen dann irgendwie Schrauben und Muttern und so weiter raus, Oje, oje. Also von daher lieber jetzt sofort spielen und noch die unzensierte Fassung genießen, bevor die Leute mit der Schere kommen. Aber du wolltest noch was sagen? Ja, können wir eigentlich weglassen. Das war das. Richtig. Der andere Typ ist halt von Treyarch gewesen, der jetzt Creative Director bei dem da ist. Hat da wahrscheinlich an Call of Duty und so einem Kram mitgearbeitet. Und aber wen interessiert Tony Hawk? Ja, stimmt. Treyarch hat auch Tony Hawk gemacht. Zumindest eine Dreamcast-Portierung. Nicht sogar die Originalversion gemacht? Oder war das? Nee, Neversoft war das. Und Treyarch hat es dann für Dreamcast portiert. Ja, okay. Und dann praktisch die beste Version aller Zeiten von Tony Hawk 2 rausgebracht. Genau. Na gut. So, aber Loadout, also auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Sollte man sich... Ja, allein schon wegen der lustigen Aufmachung ist es eigentlich ein Versuch wert. Also es ist zumindest für ein paar Lacher gut. Und wenn man ansonsten auf ein bisschen etwas klassischere Arena-Action steht, dann ist es eigentlich auch spielerisch spaßig, denke ich. Man kann natürlich auch gegen Bots kämpfen, das ist also auch implementiert. Genau, ja klar, zum Trainieren sind die Bots auch noch da oder um halbvolle Spieleserver ein bisschen aufzufüllen. Und es gibt nur ein automatisches Match-Finding, Matchmaking. Ja, aber das wird wahrscheinlich noch verändert, dass es dann irgendwie separate Serverauswahl gibt und solche Geschichten. Wir brauchen einen Abschluss.